Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Den Kollegen habe ich euch ja bereits vorgestellt. Mr. Spock aus der Kupros-Serie von Megablocks. Quasi die Brickheads von den Megablocks-Kollegen. Was Lego so macht, machen die hier meiner Meinung nach noch ein bisschen schöner und ein bisschen besser, da wir hier schöne Körper haben. Wir können die Figuren etwas artikulieren, also man kann den Kopf drehen, die Arme bewegen. Ja, und die sehen einfach ganz schick aus. Das war also der Vertreter aus der klassischen Serie. Da gibt es nur Mr. Spock. Und heute gehen wir, wie gesagt, Next Gen zu Star Trek The Next Generation. Da gibt es nämlich diese beiden Sets hier, Captain Jean-Luc Picard und Commander Worf. Und wir beginnen heute mal mit Commander Worf. Jean-Luc wartet noch bis zu einem anderen Video. Und den bauen wir und packen wir heute mal gemeinsam aus. Wir schauen mal kurz hier bei Mr. Spock, hatten wir 133 Teile gehabt und unser Mr. Worf hat 157, denn wir haben ein bisschen mehr noch zu bieten. Er hat seinen Schnurrbart, er hat hier natürlich noch seinen Gurt, ein Buttlet hat er auch noch mit dabei. Also ich bin gespannt und würde sagen, packen wir den Guten doch direkt mal aus. Wie immer geht es hier oben auf der Oberseite los, da kann man die Packung einfach aufreißen. Und ich denke auch, die wird innen, ja, sehr schön, schaut mal her, wenn ihr die aufmacht, dann habt ihr direkt mal das Gesicht hier vom Worf wieder, das euch anschaut. Wir klappen es auf und sehen, dass wieder die ganze Innenseite des Kartons hier bedruckt ist mit verschiedensten Motiven aus der Serie. Und wir haben Tüten, Tüten, Tüten und eine Anleitung. So, der Karton, der ist leer, den stelle ich mal zur Seite. Und wir werfen einen kurzen Blick hier in die Anleitung rein. Wobei, wer das andere Video gesehen hat, der wird es schon kennen. Wir haben hier komplett die Teileliste. Und dann geht es hier Schritt für Schritt durch den Bau. Und man sieht hier immer an diesen bunten Teilen, wo eben hier die einzelnen Bausteine draufkommen mit den Noppen. Und das lässt sich also ganz hervorragend danach bauen. Und etwas anders wie bei Lego. Aber dennoch sehr gut, sogar vielleicht etwas besser. In der Mitte noch ein bisschen Werbung. Und wir haben dann insgesamt bei dem Bau ja, 32 Seiten. Und so wird er am Ende aussehen. Und hier gibt es noch ein paar andere Figuren. Was sind das für welche? Boah, ein Geheimnis in der Anleitung. Ich werde verrückt. Na egal, schauen wir mal auf die Tüten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Stück davon. Und die packe ich jetzt einfach mal aus, packe die auf meine Tellerchen. Bauschritte gibt es natürlich nicht und dann legen wir los. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp und schauen uns mal an, wie weit ich jetzt gekommen bin. Hier auf der Seite 12. Ihr seht, der Kopf, der hat schon ordentlich Formen angenommen. Also hinten, da hinten sind die Haare schon. Ihr seht hier oben schon die typische Klingonenstirn, soweit man die hier nachbilden kann. Die ist vorhanden. Die Augenbrauen, die Augen und ja, das hier soll dann der Mund sein oder werden. Ja, soweit sieht er schon mal aus, unser Worf. So sieht es von unten aus und es ließ sich auch gut bauen. Die ganzen Steine hier von Megablocks sind gewohnt gut in der Qualität. Da gibt es gar nichts großartig zu meckern, außer einer Sache. Doch ich meckere jetzt mal ein bisschen rum. Schaut ihr mal hier auf die Steine und hier auf die Steine und hier auf die Steine und hier und hier und hier. Und wir sehen da einen deutlichen Farbunterschied. Hier von der Seite sieht man es noch stärker, wie stark sich hier diese Steine unterscheiden. Also hier haben wir einen anderen Braunton als hier. Und das sieht doch irgendwie nicht gut aus. Also das gefällt mir gar nicht. Und das war auch interessant, denn die beiden Steinetypen, die waren in zwei unterschiedlichen Tüten drin gewesen, also diese hellen und die dunkleren braunen Steine. Also das scheinen zwei unterschiedliche Produktionschargen zu sein und deswegen haben wir hier so einen doofen Farbunterschied. Also der gefällt mir nicht, das kann ich bemängeln. Deswegen guckt er auch so böse rein, unser guter Worf. Wir können auch hier die Augenbrauen noch ein bisschen nach oben drehen, aber viel freundlicher wird der Kollege damit eben auch nicht mehr. Ansonsten alles gewohnt gut. Wir haben hier eine schöne Bautechnik übrigens. Ich versuche mal euch das zu zeigen. Also die finde ich ganz, ganz pfiffig, wie das hier gelöst wurde. Hier oben an diesem Kopf- und Stirnteil. So, da kann man es sehen. Ich habe es jetzt eben mal abgenommen. Ihr seht, wir haben nur hier hinten Noppen. Und das Teil ist ganz leicht zusammengesetzt. Einmal
haben wir hier ein Teil und einmal haben wir hier ein Teil, jeweils nur eine Noppe, wo dann dieses Stirnelement hier drauf sitzt. Genauso hier, wir haben hier eine Noppe und hier eine Noppe und da sitzt das Stirnteil und weg ist es. So, da sitzt das Stirnteil drauf und die werden einfach hier so übereinander gelegt, sodass die sich quasi kontern. Also die kann man dann immer noch hier so rein und rausschieben. Die sind nicht miteinander verbunden, aber dadurch, dass man das dann hier auf diese Noppen auf der Stirn setzt, ist das fest. Da wackelt nichts, da rüttelt nichts. Ja, ist doch eine schöne Lösung. Also da waren sie durchaus kreativ, die Leute von Megablocks. Und ich werde jetzt nochmal weitermachen, denn als nächstes werden hier noch die Haare angebaut und dann geht es schon mit dem Körper weiter. Tja, da muss Mr. Spock schon wegschauen, denn hier liegen Körperteile rum. Die schauen wir uns doch mal an. Denn, oh, vor allem jetzt fällt mir gerade auf, der Kopf, der ist richtig schwer geworden, denn der ist auch fertig. Man kann hier schön sehen, wir haben hier den Schnurrbart noch von Worf angebracht. Dann hier an der Seite einmal die Haare, auf der Rückseite noch ein bisschen seine schicke Frise. Und hier auch nochmal die Frisur. Und hier unten haben wir noch den Pin, womit es dann nachher auf den Körper aufgesteckt wird. So, sieht doch bis auf die Farbunterschiede wirklich nett aus. Und dann schauen wir uns den Körper an. So schaut er aus, also nur noch die Arme fehlen hier eigentlich. Und der hat ein paar sehr schöne Lösungen. Einmal, ja, hier der Gurt, den Worf immer trägt. Das ist also ein Teil hier. Dann ein Teil, das hier so schräg aufgebracht wurde. Dann nochmal hier so eine 1x2er Fliese geriffelt. Und dann auf der Rückseite nochmal so eine, ja, metallisch aussehende längliche Fliese, die hier nur an einem so einen kleinen Pinnchen dran ist. Moment, ich mach's mal eben ab. Da könnt ihr sehen, hier diese kleinen Pinne, was auch so Spezialteile sind hier von Megablocks. Also da ist quasi nur so eine 1x2 Platte, wo dann so ein recht freischwebender Pin jeweils noch dran ist. Und da wurde das dann hier einfach nur so eingesteckt. Und schon haben wir unseren Gurt, der dann einmal hier um den Körper rumgeht. Dann natürlich noch hier das Sternenflottenabzeichen. Das ist ein Druck und sieht sehr schön aus. Also ein sehr schön sauberer Druck, den wir hier haben. Außerdem gefällt mir auch hier die goldene Farbe der Uniform. Das funkelt ein bisschen und leuchtet sehr schön. Also das gefällt mir wirklich gut. Dann die Beine. Ja, das ist Standardkost. Die sehen hier bei den ganzen Figuren, hier kann man es sehen, die sind immer gleich gebaut. Also das ist Standard und jetzt mache ich noch ein bisschen weiter. Als nächstes bauen wir eben noch mal die Arme fertig, dann noch das Buttlet. Dann wird der Kollege zusammengesetzt und wir schauen mal, wie Worf dann aussieht. Drei Teile sind übrig geblieben und dafür habe ich hier einen fertigen Worf. Ihr seht, die Größe, die ist identisch hier mit Mr. Spock. Die Beine sind gleich, ansonsten gibt es doch einige Unterschiede. Schauen wir uns den Kollegen nochmal genau an. Einmal den Kopf, da gibt es auch noch einen schönen Hinweis hier in der Anleitung. Und zwar, das muss ich euch kurz zeigen, dann habe ich ein bisschen schmunzeln müssen. Ja, man kann hier die Augen noch verstellen, um ihm unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu verpassen. Traurig, gleichgültig oder auch ein bisschen böse. Also ich habe ihn jetzt mal böse aussehen lassen, denn Klingonen sind ja meistens irgendwie schlecht gelaunt, es sei denn, es gibt was zu feiern. Und ansonsten kann man hier die Augenbrauen verstellen, man kann hier den Schnurrbart noch ein bisschen einstellen, wenn man das möchte. Ja, bis auf die Farbunterschiede, habe ich ja schon gesagt, finde ich, ist das hier wirklich schön gelungen. Auch hier oben mit der Stirnpartie sieht ganz nett aus und die Haare, habt ihr schon gesehen, relativ unspektakulär mit solchen Slopes hier an der Seite angebaut. Sehr schön. Auch der Oberkörper, also den Kopf übrigens, den kann man auch ein bisschen drehen. Ja, hier sieht man es. Ist ein bisschen schwergängig, ist mit so einem Technikpin hier reingesteckt, aber ja, man kann ihn drehen und noch ein wenig dann artikulieren. Das gleiche gilt auch hier für die Arme. Hier seht ihr, wie die gebaut wurden, aus so ein paar Steinen zusammengesteckt und auch dann hier mit solchen Technikpinnen dann im Oberkörper verankert und auch die kann man drehen und bewegen, mit etwas Vorsicht allerdings. Die können auseinandergehen, sind eben Klemmbausteine. So, also kann man bewegen. Dann habe ich euch ja hier die Brustpartie schon ausgiebig gezeigt. So sieht er von hinten aus. Hier haben wir noch das Q-Brust-Logo in den Fuß eingebracht. Das haben alle Figuren so. Ja, das ist immer das Gleiche. Und dann haben wir noch sein Buttlet, die typische Klingonenwaffe, nachgebaut. Die hat er
hier in die Hand reinbekommen. Ach, da ist die Hand schon wieder ab. Ich wollte, ach Gott, da geht ja alles ab. Also die wurde hier, so jetzt habe ich es doch, die wurde dort eingesteckt. Moment, ich mache dem Kollegen mal eben noch die Hand nochmal dran. Und dann kann ich euch das zeigen. So sieht also das Buttlet aus. Da haben wir hier diese Hörner, vier Stück. Die wurden dann hier eingesteckt und hier, das wurde alles ein bisschen zusammengesteckt. Und hier mit diesen zwei Pinnen wird das Ganze dann hier in der Hand einmal verankert, einmal reingesteckt. Und dann ist das Ding auch wirklich fest und sicher dran. Und das ist der Mr. Worf, die Nummer 9 unter den Kupros-Figuren aus der Star Trek Next Generation Serie. Eine schöne Figur, muss sagen, der gefällt mir wirklich gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Applecat. Macht es gut!